Alrighty denn, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produktetest hier bei The Captain Phil. Wir testen heute wieder mal etwas Amerikanisches und zwar gibt es heute hier im Test Mountain Dew Major Melon. Ein Mountain Dew, das es hier in Deutschland, glaube ich, so nicht zu kaufen gibt, mit Melonengeschmack. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Optisch sieht es sehr cool aus. Mit den Melonen hier vorne drauf. It's a pretty cool thing. Und ja. Probieren wir einfach mal, wie es schmeckt. Was sagt denn die Inhaltsangabe hinten? Wasser, Maissirup, die Hälfte kann man leider nicht mehr lesen. Schade. Jedenfalls Melonengeschmack. Ich öffne das Ganze mal. Ich habe hier auch ein Glas, dass wir sehen können, wie die Farbe davon ist. Wobei, ich muss es kurz austrinken. Just give me. So, genau. Okay. Schauen wir mal. Oh. Es riecht mega geil. Also, wie man eben diese Melonenkaugummis, das kennt sicherlich der eine oder andere, so riecht das auch. Genau wie die Melonenkaugummis riechen und schmecken, so riecht das. Oh, es ist rosa. Okay. Mountain Dew Melon. Mountain Dew Major Melon. Probieren wir es einfach mal, wie es schmeckt. Es ist rosa, wie man hier sieht. Es ist eine rosane Farbe. Passend zu Melonen. Von daher, cheers, meine Freunde. Probieren wir es einfach mal. Oh, es schmeckt hier richtig geil. Ich glaube, das Beste, was ich getrunken habe bisher, schmeckt wie Melonensaft einfach. Es ist süß und es schmeckt einfach richtig extrem künstlich nach Melonen, aber in einem guten künstlichen Geschmack. Es ist voll geil. Also als Erfrischung für den Sommer, wenn man gerade keine Wassermelone zur Hand hat, wäre das perfekt. Mountain Dew Major Melon. Ah, ein Genuss für den Gaumen. Voll geil. Pretty good. Das waren die amerikanischen Produktetests für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal hier bei The Captain Phil. Very nice. Cool.